Möglicherweise hast du die Abzweigung verpasst. Schau auf die Karte. Ja, hallo. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir haben heute Mittwoch, den 21. Februar 2024 und ich befinde mich auf meinem 171. Lauf in Folge. Ja, momentan bin ich hier bei Alzenau. Das ist so ganz grob in der Nähe von Frankfurt. Spessartgebiet ist das hier. Und ja, ich laufe jetzt hier so eine kleine Runde und da ich mich nicht auskenne, habe ich mir die Strecke mal auf Komoot geplant, beziehungsweise das ist ein Lauf, was da hinterlegt ist. Also ich bin da auf so einem Wanderparkplatz, Alzenau Nord, und da habe ich einfach mal nach Routen gesucht in der Nähe. Und da wurde mir diese Route vorgeschlagen. Ist eine Strecke von 5,2 Kilometer, die ich jetzt ablaufe. Sollte auch so ein kleiner Test sein, wie das funktioniert da mit Komoot, ob das passt. Ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wie gesagt, 5,2 Kilometer und ich habe jetzt knapp 2 Kilometer absolviert. Und ich bin hier an dieser Antoniusgrotte. Man sieht es ja hier im Hintergrund. Das ist die Antoniusgrotte. Dann gibt es hier auch noch so eine kleine Hütte. Ja, zum Vespre, kleine Pause machen. Ja, und man guckt da hinten jetzt in den Wald rein. Da hinten geht es jetzt weiter. Also ich muss sagen, das ist schon richtig, richtig schön hier. Das denkt man gar nicht, wenn man mit dem Auto hierher fährt, dass es hier so tolle Gegenden gibt, wo man laufen kann. Ja, das Erste, was ich jetzt festgestellt habe mit Komoot, ich habe das an meiner Bauchtasche hier unten, sieht man das hier, und da ist halt die Verständigung vom Ton ein bisschen schlecht. Jetzt habe ich sie hier in die Tasche rein, in der Jacke, und da geht's. Dann bin ich mal bewusst hier eine Abbiegung falsch gelaufen, dann hat er das auch sofort kommentiert, dass ich falsch abgebogen sei. Ich soll doch bitte mal auf die Karte schauen und es korrigieren. Ja, und ich meine, wenn der das jetzt so freundlich sagt, ich sei doch vermutlich falsch abgebogen, ich soll mich mal auf der Karte orientieren und es korrigieren, dann scheint Komoot ja ganz gut zum Funktionieren. Nee, ich werde es jetzt mal öfters testen, gerade in Gegenden, wo ich mich nicht auskenne, und dann so Strecke mir planen, so, wo ich sage, ja, ich hätte zur Zeit vielleicht 5 Kilometer, 8 Kilometer, dann mal gezielt nach so Strecke suchen. Ja, ich denke, das ist ganz in Ordnung. Ich werde es mal weiter testen. Ja, und jetzt, ich laufe jetzt mal mit euch ein Stückchen hier. Das ist eh die Strecke, was ich weiterlaufen muss. Da laufe ich mal ein bisschen in den Wald rein mit euch. Kleines bisschen nur. Dann zeige ich euch das mal hier. Also zum einen geht jetzt der Abzweig hier die Treppen hoch. Sieht ja auch ganz toll aus. Dann, wenn man guckt, so ein kleines Becken hier. Ja, und dahinter ist ja nochmal eins. Und das sind auch die verschiedenen Routen, was man hier laufen kann. Die da oben. Schmetterling, Wildschweinroute. Ja, übrigens, Spuren von Wildschweinen habe ich hier auch schon entdeckt. Also da sind mit Sicherheit welche unterwegs. Man hat es am Boden ganz deutlich gesehen. Ja, und hier gibt es jetzt nochmal so ein, ja, ein Tümpel oder was das ist. Wird gespeist von einem Rinnsal, weil so arg viel Wasser kommt da gar nicht.
Ja, wenn man jetzt guckt, das kommt alles von da oben runter. Naja. Aber vom Wald her ist wirklich schön zum Laufen. Also, ich denke, das war es dann mal soweit. Mein Weg führt jetzt hier hoch. Wie gesagt, es müsste jetzt noch 3 Kilometer sein, bis ich wieder an den Ausgangspunkt komme. Und dann mal gucken, ob ich dann vielleicht nochmal irgendwo so eine kleine Runde laufe. In 60 Meter geradeaus und Wanderweg folgen. Also von da oben bin ich gekommen. Jetzt geht es da runter. Ja, in die kleine Schlucht. Und dann geht es da unten darüber weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr das hört, dieses Geklacker. Das kommt da unten von dieser Mühle. Ja, Mühle ist das keine. Das ist so Wasserrad halt. Wie heißt das? Wie nennt man das? Wasserrad, ja. Aber da gehen wir kurz hin. Dann zeige ich euch das. Ja, von da hinten kommt das Wasser. Gehe dann da rein. Und da steht das Teil. Das gucken wir jetzt kurz mal an. Holzbrückle. Und da hätte man das gute Stück. Ja, und wir müssen jetzt da weiter. Also, dann gehen wir weiter des Weges. Ja, und dann möchte ich noch kurz was erwähnen bezüglich Komoot. Also ich muss sagen, ohne Komoot wäre ich jetzt hier nicht rumgelaufen. Ich hätte den Weg so nicht gefunden. Mir ist es da eh hin und wieder mal passiert, dass ich früher irgendwo gelaufen bin, wo ich noch nie war. Und ja, dann wusste ich plötzlich nicht mehr genau, wo ich da jetzt bin. Weil da gibt es so viele Abbiegungen. Aber guckt, sieht schon klasse aus hier. Ja, es gibt halt so viele Abbiegungen da. Und wenn man dann so läuft, ja, irgendwann weiß man gar nicht mehr genau, wo man da sich jetzt befindet. Wie gesagt, es ist mir schon das ein oder andere Mal passiert. Klasse. Und von daher finde ich das mit Komoot-Plane schon ganz gut. Vor allem, ich habe das so eingestellt, dass wenn ich den Weg verlasse, die Route, dass es dann neu berechnet. Also theoretisch könnte ich dann auch, wenn ich irgendwo bin am Parkplatz, mir eine Route raussuche, die von den Kilometern dem entspricht, was ich in etwa laufen möchte. Also wenn ich sage, ich habe so 5 bis 8 Kilometer vor, dann suche ich mir eine Route, wo in den Radius reinfällt. Und dann kann ich unterwegs immer noch irgendwo ein Stückchen Schlenker dazu machen. Ich sehe ja jederzeit auf der Route, wo ich mich gerade befinde, also auf der Karte, und kann dann dahin zurücklaufen oder ich sehe den Startpunkt, von wo ich gestartet bin. Also das ist schon ganz gut. Ich werde es auf jeden Fall weiter nutzen mit dem Komoot und werde es weiterhin testen. Ist schon gute Hilfe, muss ich sagen. Aber wenn man sich das hier mal so anschaut. So ruhig und friedlich. Wenn man guckt, dahinter schlängelt sich der weiter durch. Und den Weg, den ihr lauft, der geht dahinter entlang. Also richtig toll. Doch, ich muss echt sagen, das gefällt mir wirklich gut. So, jetzt laufe ich aber weiter, bis ich am Auto bin. Wenn ich dann am Auto bin, melde ich mich da nochmal.
so arg weit kann es nicht mehr sein. Wir haben jetzt dann fast die 5 Kilometer. Das ist einfach zu grandios. Guckt euch das an. Da schlängelt sich's durch. Na, ich bin einfach begeistert. Ich glaube, man hört's. So, aber jetzt geht es definitiv Richtung Auto. Und wie gesagt, dort melde ich mich dann nochmal. Na. Außer ich sehe nochmal was ganz, ganz, ganz Tolles. Dann melde ich mich nochmal. Obwohl hier alles so toll ist, muss ich sagen. Wie es da runter geht, hä? Krass. Echt krass. Richtige Schlucht. So, ich habe jetzt meine Runde absolviert, die ich mir da ausgesucht habe. Ja, das hat fürs erste Mal, muss ich sagen, sehr, sehr gut geklappt. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wenn man so große Wanderwege läuft und es heißt dann die nächste Möglichkeit rechts abbiegen oder in 150 Meter rechts abbiegen, ja, das funktioniert dann alles. Aber manchmal läuft man auch so Trampelpfade und dann heißt es plötzlich nächste Möglichkeit scharf rechts. Da sieht man aber teilweise gar nichts, dass das ein Weg sein soll. Das ist dann echt wie so ein, ja, ein echt, nicht mal ein Trampelpfad. Das ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber macht ja nichts. Notfalls laufe ich dann einfach weiter. Dann wurde die Route eh neu geplant. Und irgendwann heißt es halt dahin oder hierhin. Oder ich laufe halt einfach weiter und juckt ja nicht. Ich sehe auf jeden Fall, wo ich gestartet bin. Und kann dann ja auch dahin wieder zurücklaufen. Das ist für mich das Wichtigste. Dass ich nicht irgendwann mal im Wald stehe und jetzt nicht mehr genau weiß, ja, wo ist das Auto? Und ich mich da ja, mit dem Navi und Straßenkarte da rumplagen muss, weil das funktioniert auch nicht. Also ich werde es auf jeden Fall hin weiter testen, weiter nutzen. Ich finde es ganz gut. Und die Route hier, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, gerade mit dem Wasseranteil auch und diese Bächle, ah, das war richtig, richtig toll, echt, muss ich schon sagen. Und auch das Grüne, was da immer wieder dann im Wald war, dieses Moos. Ja, das war halt ist so ein Mischwald hier. Auf jeden Fall nicht viel länger rumlabern, mir hat es gefallen, das ist das Wichtigste. Es war eine tolle Laufroute, das sind jetzt so, ja, ein kleines bisschen über 5 Kilometer. Ich werde jetzt aber hier, wenn man guckt, in die Richtung hier, werde nur ein kleines bisschen weiterlaufen. Nur vielleicht so, weiß nicht, eine halbe Kilometer. Dann umdrehen, wieder zurück, weil ich echt nur so Bock zum Laufen habe. Also so einen Kilometer machen wir vielleicht noch. Aber ich denke, das Video werde ich jetzt hier beenden. Das soll es da damit gewesen sein. Danke, dass ihr wieder dabei wart, für euer Interesse. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und ich würde mich freuen, man sieht sich beim nächsten Video wieder. Wo auch immer ich wieder mal laufen werde, wir werden es sehen. Also, dann sage ich Tschüss und bis die Tage.